Ja, freue mich hier zu sein. Sagen natürlich alle, die hier stehen, aber ich meine es wirklich so. Euch wieder mal zu sehen, so viele bekannte Gesichter, auch manche Unbekannte sind neue dazugekommen. Herzlich willkommen. Schön. Begrüße auch Burkhard und Jenna. Ich freue mich so gigantisch, dass ihr dazugekommen seid. Diese Gemeinde hat eine gute Genetik über viele Jahre, immer eine Freude an Entwicklung und an Innovationen, ans Herz Gottes zu kommen. Und da habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass wir auch diese Genetik immer wieder erweitern. Und ich freue mich jetzt, dass es nach langem Wegen so jetzt auch gelungen ist. Mensch, manches ist so vertraut, wie ich sehe, hier habe oben dieses kleine Inri-Schildchen gesehen am Kreuz. Das habe ich mal dran genagelt für eine Karfreitagspredigt. Es hängt immer noch. Wie schön. Mann, eine kleine Spur. Manche sind ein bisschen irritiert, weil ich nicht mehr da bin, nicht mehr komme. Mensch, Andi, warst jetzt so lange für die Belange der Gemeinde gestanden. Ältester, Vorstand, Teilzeitpastor, und dann bist du von heute auf morgen einfach weg. Ich bin einfach im Moment anders platziert. Das ist der einzige Grund. Ich liebe diese Gemeinde und alte Liebe rostet nicht. Und wenn mich jemand fragen würde, der nach Allensteig kommt, in welche Gemeinde soll ich gehen, würde ich sagen, check als allererstes JMS an. Das lohnt sich. Und da und wir auch, Markus und Burkhard, wir haben Kontakt miteinander und es ist alles gut. Aber mein Platz ist im Augenblick irgendwo anders. Das ist der einzige Grund. Und deswegen ist es aber trotzdem jetzt ein Privileg, heute Morgen hier mit euch zu sein. Okay, genug gesnackt. Anpacken. Wir starten ganz vorne, buchstäblich. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Das sind die ersten Worte der Bibel. Wir denken vielleicht, mit uns hat die Weltgeschichte begonnen, mit uns Menschen. Aber wenn wir in diese Worte hineinhören, dann wissen wir von einer göttlichen Dimension, wir wissen gar nicht, wann sie angefangen hat. Gott gab es schon immer, die Engel gab es schon immer, sein Thronsaal, all diese Dinge gab es schon immer. Nur die Erde war wüst und leer, dieser kleine Planet hier im Universum. Und dann macht Gott sich dran, diese Erde schön zu machen. Und ist euch was aufgefallen? Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also Gottes Geist war schon da. Bevor wir da waren, war Gottes Geist schon da. Und dann heißt es am sechsten Tag, kann es ja nicht alles jetzt lesen, wir wollen Menschen machen. Ja, wer ist denn das jetzt wohl? Wir. Natürlich Jesus, der Sohn und Gott, der Vater. Lasst uns, wir wollen Menschen machen. Nach unserem Bilde heißt es, Menschen wie du, wie ich, wir wollen Menschen machen. Und dann schafft Gott diesen Menschen. Und am sechsten Tag schaut er sich dann alles nochmal an, sehr zufrieden. Es ist richtig gut geworden. Und vor allen Dingen die Menschen sind toll. Nach meinem Bilde. Und dann ist diese paradiesische Zeit. Und Gott geht mit den Menschen in der Kühle des Abends spazieren. Und da ist so eine wunderbare Gemeinschaft. Wie schön. Aber den einen gab es auch schon, diesen Widersacher, der Durcheinanderbringer, der Reinkrätscher, der Kaputtmacher. Und er sagt stellt diese fiese Frage, die Masche funktioniert heute noch. Sollte Gott wirklich gesagt haben, diese Dinge, tu dies, tu jenes nicht, sollte er wirklich gesagt haben. Und die Menschen lassen sich leider da schon austricksen. Mehr Einsicht, mehr Erkenntnis, das wäre doch was. Und dann nehmen sie von diesem Baum. Und in diesem Augenblick zerbricht etwas, weil sie haben die Gottesfurcht, die sie bis zu diesem Augenblick hatten, eingetauscht gegen die Täuschungen des Teufels. Und eigentlich sagt das Wort Gottes, und das gilt bis heute, Gottesfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis, aller Weisheit, aller Einsicht. Und diese Gottesfurcht ging in diesem Augenblick
Blick verloren. Sie wurde eingetauscht gegen Selbstbezogenheit und viele andere Dinge. Und die Menschen dachten, ihre Einsicht, ihre Erkenntnis wäre höher. Und was daraus geworden ist, brauche ich euch nicht erzählen. Übrigens gibt es noch andere Informationen zur Schöpfung, die vielleicht noch interessant wären. Wir hatten am Donnerstag bei uns in der Firma Gebetszeit und hat meine Frau einen Vers vorgelesen, war irgendwie an einem Tag dran. Schon vor Erschaffung der Welt wurde Jesus dazu bestimmt, dass er mit seinem Blut für unsere Sünden bezahlt, als reines Opferlamm. Dazu wurde er offenbart, als er in die Welt kam. Das hatte ich nicht im Blick. Dass im Petrusbrief schon steht, vor Erschaffung der Welt war Jesus schon bestimmt, das Opferlamm für unsere Sünden zu werden. Versteht ihr? Bei Gott ist nichts aus dem Plan gelaufen. Es war nicht Plan B, dass Jesus kommen musste. Jesus war schon vor Schaffung der Welt auserkoren, für deine Sünden zu sterben, damit du wieder in diese Gemeinschaft, paradiesische Gemeinschaft mit dem Vater hineinkommen kannst. Jesus kommt auf diese Welt und erfährt am eigenen Leib, wie Menschen miteinander umgehen. Wir kennen das, war jetzt gerade, haben wir uns erinnert, wurde er gekreuzigt, begraben von zwei Pharisäern, Josef von Arimathea und Nikodemus, die beiden haben ihn begraben. Und dann am dritten Tag in diesem Garten, in diesem Privatgarten, passiert wieder etwas gewaltig. Das zweite Erdbeben innerhalb von 3 Tagen. Die Erde bebt, ein Engel kommt vom Himmel, weiß wie Schnee, wie ein Blitz. Er rollt die Grabkugel, also diesen Grabstein da weg, ne? Und setzt sich drauf. Und dann kommt der Löwe aus Juda, aus diesem Grab heraus, er ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten, der Tod ist besiegt. Halleluja. Und die Wächter fallen um wie tot, weil sie gesehen haben, welche Macht Gottes hat. Und wenn ein Engel dir begegnet, fällst du auch um wie tot. Und es gibt noch mehr Geschichten in der Bibel, da haben Menschen so diesen Touch mit Gott, mit Jesus, mit einem Engel, mit der Größe Gottes und sie erstarren, sie fürchten sich. Mose am Dornbusch, er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Warum? Weil Gott selbst sagt, ich bin der ich bin. Ich war schon immer, ich bin jetzt, ich werde immer sein. Und wenn Menschen diesem lebendigen Gott begegnen, dann überfällt sie Gottesfurcht. Und zwar eine gute Gottesfurcht. Ich komme nachher noch mal drauf zurück. Eine gute Gottesfurcht. Gideon ist der, der da den Weizen getroschen hat. Kommt ein Engel des Herrn, dann spricht der Engel des Herrn mit ihm. Auch mal ist es Gott, das ist wechselweise. Und er fürchtet sich und sagt, ich muss sterben. Ich habe den Herrn gesehen. Ehrfurcht, Ehrfurcht, Ehrfurcht. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist hier anwesend in diesem Raum. Er sieht dich, er sieht dein Herz. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und ich freue mich so über dieses Lied, ich habe es mir gewünscht. Awesome God, das ist eines meiner Lieblingslieder. Es hat ja eigentlich nur diesen kurzen Refrain im Original und es ist so kraftvoll. Awesome God. Übrigens, als Gideon dann sagt, ich bin überhaupt nicht wert, diesen Auftrag auszuführen, dieses Volk zu retten, was mutest du mir zu? Vielleicht ist heute Morgen auch jemand da, du hast vielleicht auch einen Auftrag von Gott bekommen. Vielleicht nicht ein ganzes Volk zu retten, geht ja auch eine Nummer kleiner. Aber du sagst, ich bin auch nicht passend. Zu jung, meine Herkunft, passt irgendwie alles nicht. Gott sagt 3 Dinge zu dir, so wie es zu Gideon gesagt hat heute Morgen. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und geh in der Kraft, die du hast. Diesen letzten Teil finde ich besonders gut. Geh in der Kraft, die du hast. Das ist nur ein kleiner Ausflug. Saulus wird geflasht, gecrashed. Von der Gegenwart Jesu. Er, ihn haut's um. Nicht vom Pferd, das ist Quatsch, steht überhaupt nichts davon, Pferd. Aber er fällt um. Ja, weil er die Gegenwart, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Johannes später in Offenbarung sieht den verherrlichten Jesus. Als ich ihn sah, schreibt Johannes, fiel ich um wie tot. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst.
Warum erzähle ich diese kurzen Geschichten? Lass diese ganz schnell anklingen. Wir haben es mit einem gewaltigen Gott zu tun. Sein Sohn ist ihm gleich und der Heilige Geist auch. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass wir Gott fürchten sollen. Gott fürchten, weil er so awesome ist, weil er so mächtig ist. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, sagt der Psalm. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Dient dem Herrn, anderer Psalm, mit Furcht und freut euch mit Zittern. Irritierende Verse so ein bisschen, die uns verunsichern. Wie können wir die einordnen? Wir reden hier von einer gesunden Gottesfurcht, einer guten Furcht vor Gott. Und auch die Autoren des Neuen Testaments, Paulus zum Beispiel, Petrus, lassen das Wort Furcht des Herrn, die Gottesfurcht, immer wieder einlaufen. Da gibt es diesen krassen Vers, der sieht ein bisschen aus wie ein Betriebsunfall. Bewirkt euer Heil, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Da haben sich schon ganze Generationen von Pastoren dran verhoben, diesen Vers irgendwie einzubetten und zu moderieren. Aber es steht nun mal so da. Bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Gott ist es, der es in euch wirkt, wollen und vollbringen, weil es ihm so gefällt. Der Ausdruck Gott zu fürchten, Gottesfurcht, Furcht vor Gott, macht uns Mühe. Dabei ist das Wort Gottes doch ewig gültig, hat doch heute die gleiche Kraft. Wir können es nicht aussortieren und reduzieren auf die Dinge, die uns genehm sind. Es gibt so viele positive Aussagen im Wort Gottes über die gute, wahre Gottesfurcht. Klang vorhin schon mal an, Carina, du hast es gesagt, Gottesfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis, Einsicht und Weisheit. Das kommt mehrfach vor. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, im Paradies ging das eben verloren, weil man die eigene Einsicht wollte. Die Furcht des Herrn ist ganz rein und sie bleibt ewig. Die Furcht des Herrn wird dein Schatz sein. Hast du gern einen Schatz? Ich habe einen für dich. Die Furcht des Herrn. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. So könnte ich weitermachen. Auf der Furcht des Herrn liegen viele kostbare und wunderbare Verheißungen. Wir gucken kurz rein auf einen Mann, der heißt Simeon. Hat so mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Und von ihm heißt es, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Wir sehen auch hier, Gottesfurcht führt zu einem gerechten Leben. Ohne Gottesfurcht, andersrum gesagt, kann ich nicht gerecht vor Gott leben. Lass uns mit der Gnade und so, alles klar. Aber wir brauchen Gottesfurcht, damit wir gerecht leben können. Und du sagst vielleicht, ach ja gut, der Simeon, das war ja noch im alten Bund, klar, so die Übergangszeit. Aber jetzt schau mal weiter. Simeon war vom Heiligen Geist erfüllt. Und er erwartete sehnsüchtig die Ankunft des Christus. Klar, wir wissen, im Zeit des Alten Testaments fiel der Geist Gottes immer wieder auf einzelne Menschen. Aber ich spüre hier eine andere Qualität bei ihm. Er war vom Geist Gottes erfüllt. Nicht nur zeitweise, wie das früher üblich war. Noch war der Geist Gottes nicht auf alles Fleisch gefallen. Klar, noch war nicht Pfingsten. Aber hier ist einer, der war vom Geist Gottes erfüllt. Einer, der gerecht und gottesfürchtig war. Das war eine Qualität, dass der Geist Gottes auf ihm wohnen konnte. Und dann, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal erlebt hast, hat der Heilige Geist ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus gesehen hatte. Und an diesem Tag führte ihn der Heilige Geist in den Tempel. Wir sehen hier, dass das Leben im Heiligen Geist, das Leben in der Furcht Gottes, eine Qualität hat, eine Innerlichkeit, ein Kanal zum Reden Gottes, das ist für mich einzigartig. Die Furcht Gottes dockt mich ans Reden Gottes. Die Furcht Gottes bringt die Kräfte Gottes in mein Leben. Deshalb möchte ich nicht auf die Furcht Gottes verzichten. Im Gegenteil, ich möchte darin wachsen, in der Furcht Gottes.
Ich weiß nicht, wann der Heilige Geist zu dir schon mal was in der Qualität gesagt hat. Ja. Vermutlich eher weniger. Ein gottesfürchtiger Mann. Warum tun wir uns so schwer mit der Gottesfurcht? Könnte vielleicht an unserem Gottesbild liegen. Ich weiß ja nicht. Mal kurze Frage, Denksport. Welches Gottesbild hast du denn? So, kurz mal nachdenken. Ich frage jetzt nicht ab, klar. Und ich behaupte, sag einfach mal, dein Gottesbild hat viele richtige Anteile. Sehr gut. Es hat vielleicht auch zwei, drei kleine Punkte, die werden noch Verbesserungen oder irgendwie liegst du vielleicht auch falsch oder so. Darf man korrigieren. Aber eins sage ich auf jeden Fall, und das nimmst du mir nicht übel. Dein Gottesbild ist zu klein. Ja? Da ist noch so, wir werden diesen awesome Gott, wir werden ihn nie erfassen, nie erschöpfen, nie ganz verstehen. Je länger ich mit dem Herrn unterwegs bin, umso rätselhafter wird er mir. Ja? Das ist vielleicht irgendwie widersprüchlich. Ich denke, er wird irgendwann alles klarer. Nein, er wird mir immer rätselhafter, immer wunderbarer. Seine Wege. Irgendwo heißt es ja, wer ist denn sein Ratgeber gewesen? Hast du ihn beraten? Kennst du seine Gedanken? Nee, ihm gehört alle Ehre in Ewigkeit. Klar, wir pflegen so das Bild in den letzten Jahren. Unser Papa im Himmel, der Daddy, all diese Dinge. Wir sind auf seinem Schoß und Gott kennt nichts Schöneres, als mit uns zu kuscheln. Es ist ein gutes Bild. Ich liebe es. Und es gibt genug Menschen, die brauchen dringend diese Zeit auf dem Vaterschoß. Ja, die müssen da kuscheln. Da ist so viel kaputt, da ist so viel Unheil in ihrem Leben gewesen. Die brauchen diese Zeit beim Vater, um Heilung zu finden. Und das ist richtig und das ist gut so. Aber es gibt auch welche unter uns, da wird es mal Zeit, vom Papaschoß mal runter zu klettern. Ja? Das ist wie so im wirklichen Leben. Ne? Man wird auch mal größer und wird auch mal erwachsen. Du bleibst immer Kind. Söhne, Töchter haben wir ja vorhin gehabt. Ne? Darfst jederzeit auch zurück, wenn du es brauchst. Ja. Aber Paulus ist manchmal ganz verzweifelt. Ach, wenn ihr doch endlich mal erwachsen werden würdet. Ne? Diese Milchspeise immer, wenn ihr mal zunehmen würdet. Und Luther sagt es so, wenn ihr durchbrechen würdet, aufwachsen würdet zur richtigen Mannesreife. Ne? Frauen nehmt das nicht übel. Aber damit ist gemeint, diese Klarheit, diese Nüchternheit, dieser Stand im Glauben, ja, dass wir erkennen, was die Höhe, die Tiefe, die Breite, die Länge, vier Dimensionen, kann man eh nicht erfassen, dass wir dazu hinwachsen. Reife im Glauben, Nüchternheit, Standfestigkeit ist ein Geschenk der Gottesfurcht. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott. Oder etwas, womit ich anderen drohe oder mir drohen lasse. Gottesfurcht bedeutet auch nicht, dass ich seinen Namen nenne, Lob singe und lebe, wie ich will. Das passt nicht zur Gottesfurcht. Das ist keine Gerechtigkeit. Gottesfurcht ist auch nicht, dass ich mit saurer oder salbungsvoller Miene durchs Leben laufe. Im Gegenteil, finde ich. Etwas Humor tut gut im Reich Gottes, man kann so manche Ausschläge der Frommen leichter ertragen, mit etwas Gelassenheit und Humor. Gottesfurcht heißt nicht, dass wir verbiestert werden oder komisch werden. Ist auch nicht Ehrfurcht. Ich habe natürlich auch lange überlegt und auch andere gelesen und so, wie kann man denn jetzt Gottesfurcht definieren? Ehrfurcht ist zu statisch, ja? Das ist nur einmalig so. Ne? Und Respekt ist viel zu flach irgendwo, ne? Ich schaffe es nicht, eine Definition, eine Schwäche dieser Predigt, ich schaffe es nicht, eine Definition der Gottesfurcht zu liefern. Ich weiß nur, es ist eine Freude an der Erlösung, es ist eine Freude an diesem awesome Gott, eine tiefe Anbetungshaltung, weil es allein um Gott geht. Eine Haltung, die sagt, ich werde weniger, Jesus, Gott, der Heilige Geist werden mehr. Eine tiefe Liebe zu seinem Wort. Eine wachsende Sicht für seine Allmacht. Ein Wow über Gott. Das ist für mich, das ist vielleicht gut.
ein Wow über Gott. Das ist für mich Gottesfurcht. Ein Hineinfallen und Hineingeben in seine Wege. Hingabe, Demut. Und wahre Gottesfurcht verdrängt Menschenfurcht. Hast du Menschenfurcht? Ich empfehle dir eine Medizin. Mehr Gottesfurcht in deinem Leben. Dann verschwindet Menschenfurcht. Hilft zur Leichtigkeit. Wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer. Wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wer hat jemals Gott so viel gegeben, dass er dir etwas zurückerstatten müsste? Hat. Spannender Satz, oder? Alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehrenewigkeit. Klingt so psalmisch. Nee, ist Paulus. Und dann sagt er Amen. Ja? Ich beuge meine Knie. Ich war im dritten Himmel. Ich beuge meine Knie in Gottes Furcht. Wahre Gottes Furcht führt auch zu Reinheit und Heiligkeit. Ich nehme Gott sehr, sehr ernst. Und das können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Mehr Heiligkeit, mehr Reinheit. Wahre Gottesfurcht ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Jesus hatte Gottesfurcht. Ich habe da einen Vers mitgebracht, Prophezeiung über Jesus. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis, und jetzt kommt's. Und die Furcht des Herrn. Auf Jesus ruhte der Geist der Furcht des Herrn. Wieso hast du Angst vor der Furcht des Herrn? Oder ist dir unbehaglich? Jesus hatte Furcht vor, also im besten Sinne, wahre Gottesfurcht. Wahre Gottesfurcht ist eine Quelle der Kraft. Weil es die Dinge zurechtrückt in meinem Leben. Weil es mir Klarheit gibt. Aber nochmal kurz, um es auszuführen, Gottesfurcht ist nicht gleich Gottesfurcht. Es gibt Menschen, die Welt ist voll davon, die haben keine Furcht vor Gott. Bei den Sündern, verzeiht den Ausdruck, gibt es keine Gottesfurcht. Im Römerbrief heißt es, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, sie halten keinen Frieden, sie tausend schlechte Sachen. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Das sehen wir ganz klar. Dann gibt es auch Menschen, die haben mal eine kurze Gottesfurcht. Wenn sie vielleicht staunen vor Gott oder Angst kriegen vor ihren Sünden und vor dem Richter. Gott wird richten, die Lebenden und die Toten. Gibt es kein Vorbei. Dieser Gedanke, dieses Wissen, diese Tatsache kann eine Gottesfurcht generieren. Aber die ist nicht lang anhaltend. Das ist nur ein Schreck. Vielleicht führt es zur Umkehr, das wäre gut. Aber wir sprechen von einer Gottesfurcht, die Leben in uns schafft, die keine Angst ist, sondern die Kraft Gottes in mir freisetzt, diese Gottesfurcht. Ich staune immer mehr über die Größe Gottes, über seine Weisheit der Gebote. Ich verabscheue immer mehr die Sünde. Das ist eine Folge der Gottesfurcht. Liebe Geschwister, wenn ihr zu kämpfen habt mit euren Sünden, bring mehr Gottesfurcht in dein Leben, weil es nicht matcht, nicht, das ist nicht kompatibel mit Sünde. Und starke Gottesfurcht schafft Gerechtigkeit, schafft Reinheit in unserem Leben, macht die Heiligkeit Gottes in unserem Leben erlebbar. Und wenn wir als Gemeinde uns sehen nach einem neuen Aufbruch, dass etwas geschieht, dann sind es mehrere Faktoren. Natürlich das Wirken des Heiligen Geistes, unsere Hingabe, unser Zerbruch, aber auch die Gottesfurcht spielt eine Riesenrolle. Wenn Menschen da zur Tür reinkommen oder hier und sie spüren, in diesem Raum ist eine Gottesfurcht. Es wird sie vielleicht nicht umhauen wie die Wächter am Grab, so stark wird sie nicht sein vielleicht. Aber es sind schon eine Menge Engel hier, ich weiß. Aber wenn Leute spüren, hier ist die Gegenwart Gottes, sowas von stark, dann legt sich eine Furcht im besten Sinne auf diese Menschen und sie werden Jesus Christus annehmen. Die erste Gemeinde, die ersten Christen und der Juden wussten sehr gut mit der Gottesfurcht umzugehen. Sie kannten das aus ihrem jüdischen Kontext, den Namen des Unaussprechlichen.
Für sie war das nicht fremd. Die ganze Gemeinde, Beispiel mit Folie, in ganz Judäa, Galiläa und Samarien, baute sich auf, sie lebten in der Furcht des Herrn. Was mag das wohl sein, ne? Und mehrten sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Merkt ihr was? Der Beistand des Heiligen Geistes ist total wichtig. Aber sie lebten in der Gottesfurcht. Das war ein Erfolgsrezept für ihr phänomenales Wachstum der ersten Christen, der ersten Gemeinden. Sie lebten in der Gottesfurcht. Oder weiteres Beispiel aus der Apostelgeschichte. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, Brotbrechen, machen wir heute auch, im Gebet. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Es kam Furcht über alle und es geschahen große Zeichen und Wunder durch die Apostel. Merkt ihr, dass wir da noch Studienbedarf haben, was das alles sein mag, was das praktisch bedeutet? Es kam die Furcht über alle. Das war ja nicht und es war keine Angst, es war eine diese Anbetung, diese Heiligkeit. Es geschahen viele Wunder und Zeichen und ein paar Verse später heißt es, und der Herr fügte jeden Tag neue Menschen hinzu, die gerettet werden. Jeden Tag. Die Frequenz hat sich ein bisschen verlangsamt, glaube ich. Oder? Einigen wir uns mal auf jeden Monat ein, oder? Sofern er nicht von einer anderen Gemeinde kommt. Aber die Gottesfurcht, die macht Türen auf. Das galt übrigens nicht nur für die jüdischen ersten Christen, auch in Ephesus, eine von heidnischem Götterkult durchsetzte Stadt. Heißt es, Furcht ergriff die Menschen und der Name von Jesus, dem Herrn, wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Und für Tausende von Euros, Hunderttausende, wurden Zauberbücher, okkulte Dinge verbrannt und so weiter. Es geschahen große Dinge. Oder letztes Beispiel, dann höre ich damit auf. Diese verstörende Geschichte von Ananias und Sapphira, ich erzähle sie nicht lang. Sie bringen was in den Tempel und sind dabei, also in die Gemeinde, ein Opfer, eine Spende, könnte man sagen, eine Hingabe. Und sie sind dabei nicht aufrichtig. Sie hätten es nicht tun müssen, darum geht es gar nicht, war freiwillig. Und Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen, ihr habt Gott belogen. Was ist passiert? Krass. Die beiden sind tot umgefallen. Zuerst der Mann wurde rausgetragen, dann die Frau. Das ist, ich kann diese Geschichte nicht ganz ausdeuten, nicht ganz verstehen letztendlich. Vielleicht Burkhard, aber aber wir spüren etwas in diesem Wirken des Heiligen Geistes, in dieser Kraft Gottes, in dieser Furcht Gottes. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde, heißt es dann, und über alle, die davon hörten. Die Gemeinde wuchs, wuchs, wuchs. Furcht Gottes ist kein Wachstumshindernis, ganz im Gegenteil. Gottesfurcht entfernt uns nicht von Gott, sondern bringt uns Gott richtig nahe. Vielleicht müssen wir unseren Umgang mit der Gottesfurcht mal ganz neu überdenken. Und ich komme nochmal auf die Heiligung und Reinheit. Paulus schreibt uns, den Korinthern, wir können irgendwie auch dazu, wir wollen uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Den Satz lassen wir mal kurz wirken. Wir wollen uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Kannst du dich dem anschließen? Von allem fernhalten? Was deine Gedanken beschmutzt, was dein Tun beschmutzt, dein Herz belastet. Denn wir fürchten Gott. Da stockt mir jetzt fast die Stimme. Denn wir wollen ein durch und durch geheiligtes Leben. Fürchte Gott. Halt dich weg von dem Schmutz. Petrus ist gleicher Meinung. Da ihr Gott als Vater
werden so ein bisschen als Teddy. Ja? Da ist in Ordnung, da ihr Gott als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person Eden richtet nach seinem Werk. Führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr in der Fremde, damit ist diese Welt gemeint, solange ihr in dieser Welt lebt. Führt euer Leben in der Gottesfurcht. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Predigt hat einen schweren didaktischen Mangel. Ich habe kein 5-Schritte-Programm, wie es werden könnte mit der Gottesfurcht in deinem Leben. Ich kann sie nicht einmal richtig definieren, sagte ich schon. Ich versuche sie nur immer wieder zu umschreiben, euch ein bisschen schmackhaft zu machen. Ich lade dich ein, mach dich auf den Weg in Richtung Gottesfurcht. Gib ihr einen großen Raum. Keine 5 Schritte. Fahren und segeln musst du alleine. Und der Heilige Geist wird der Wind sein, der in dein Segel bläst, um dich in die Nähe Gottes zu bringen. Gottesfurcht ist eine Freude für dein Leben. Einen Ratschlag habe ich schon, den habe ich so fast so ein bisschen angedeutet. Wachsen in der Gottesfurcht braucht Zeit. Tägliche Zeit. Komm nicht mit dem Quatsch, wie es auch manche in der Ehe sagen, ich habe nicht viel Zeit für meine Frau, aber wenn, dann ist Qualitätszeit. Das ist echt irgendwie Quatsch. Also, ja. Zeit lässt sich durch nichts ersetzen, als nur durch viel Zeit. Ich habe diese Lektion auch schon ein bisschen begriffen. Ja. Verbanne die Zeitfresser aus deinem Leben. Scanne mal durch, womit du deine 24 Stunden verbringst. Dinge, die dich binden und einlullen. Deine Gedanken mit seichter Unterhaltung, mit Gewalt und Ungerechtigkeit. Mensch, was schauen wir uns an? Ich gehöre auch schon dazu zum Teil. Was schauen wir zur Unterhaltung? Schauen wir uns Ungerechtigkeit an, Gewalt wie Menschen. Spannend irgendwie, ja, toll. Dein Herz, verdirb es nicht mit leichter, softer oder harter Pornografie. Ihr lieben Jungs, Männers, ich kann nicht in eure Handys reinschauen. Geht mir auch nichts an, eure Laptops, eure Netflix-Serien, die ihr reinzieht. Wie geht's wohl weiter? Vielleicht musst du manchen Bildschirm mal verbannen, diesen Altar im Wohnzimmer abhängen, dein Abo kündigen, damit du Zeit hast, Gottesfurcht zu lernen. Nochmal Paulus, wir wollen uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Denn wir fürchten Gott und wir wollen ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Übrigens, hast du Stress am Arbeitsplatz, mit deinem Chef zum Beispiel? Jetzt kommt hier auch wieder die Furcht Gottes, das ist so praktisch. Gehorch deinem Chef, ich übersetze es mal in unsere Zeit, in der Furcht Gottes. Diene ihm, auch wenn es keiner sieht. Hast du Stress in deiner Ehe? Ich glaube, das sind welche. Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander. Ja, wird man immer kleiner, ne? Wenn ich mich immer dem anderen unterordne. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Löst noch nicht alle Probleme, aber eine Menge Probleme in der Ehe. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, heißt es in dem Fall. Merkt ihr? Da ist Entwicklung, da ist Luft, da ist Musik drin in der Furcht Gottes, da ist Potenzial. Ich habe vor dieser Predigt so ein bisschen irgendwie sprödes Thema, ne? Und dachte, oh Mann, gibt es nicht irgendwie was besser anzuklicken ist, versteht ihr, was ich meine, irgendwie geschmeidiger rüberkommt. Ach, das war aber schön heute, ermutigend und so. Gestern hat mir ein Bruder eine WhatsApp geschickt. Hey, du Mann Gottes, also ein bisschen flapsig halt, ist so voll gut. Ja. Zu deinem Geburtstag ein Wort aus Psalm 35. Meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit. Da habe ich gedacht, okay, ich mache weiter mit der Predigt. War doch für mich eine Ermutigung. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, hey du MG, also das steht für Mann Gottes, gell? Ich habe nicht Geburtstag heute, aber ich danke dir trotzdem für den Bibelvers, kann ich gut gebrauchen. Gott im besten Sinne zu fürchten, ist eine Sprache der Liebe. Und als ich das Manuskript geschrieben habe und tippe so,
hatte ich außerordentlich oft einen Buchstabendreher. Aus Furcht wurde Frucht. Versteht ihr? Es sind ja nur zwei, zack. Probier's mal, schreib mal Gottesfurcht. Dann kommt Frucht bei raus. Gut, oder? Ich fand das fast ein bisschen prophetisch. Ja? Deswegen erzähle ich das. Es ist fast ein bisschen prophetisch. Aus Gottesfurcht wird Frucht in unserem Leben. Mache die Gottesfurcht zu deinem besten Freund, dieses Wow in deinem Leben, in seinem Wort, der Lektüre seines Wortes, in dem besser kennenlernen. Es ist Freude am Herrn. Gottesfurcht heißt, ich schaue weg von mir, schaue auf Jesus, auf Gott, Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und eine Gemeinde, die in der Gottesfurcht lebt, in der die Heiligkeit Gottes einen großen Raum hat, die wird auch erleben, wie die Schechina, die Heiligkeit Gottes, sich hier lagert. Steig mal runter vom Papis Schoß, sage ich nochmal, ein bisschen frech, weiß, aber und werde erwachsen in der Gottesfurcht. Ergreife das. Wir kommen zum Abendmahl. Gott hat dich geschaffen, dann macht er den Bund mit dem Volk Israel und dann kommt dieser neue Bund, besiegelt durch sein Blut. Und wir dürfen in großer Ehrfurcht, in Respekt, nee, besser noch in Gottesfurcht hinzutreten und empfangen. Und in diesem, wir legen ja manchmal viel rein ins Abendmahl, weil wir irgendwie, manchmal denken, es sei zu wenig, irgendwie so. Nee, das ist gigantisch. Und du, der Jesus sagte, ich habe so Sehnsucht gehabt damals mit den Jüngern, das Pessachmahl mit euch zu feiern. Und das gilt auch heute Morgen. Jesus wird es ja nicht mehr nehmen, bis er uns sieht in seiner Herrlichkeit. Starkes Versprechen. Und doch bist du heute Morgen herzlich eingeladen, zum Abendmahl zu kommen. In dieser Furcht des Herrn, die dein Leben aufblühen lässt. Amen.